Ja, Servus und Hello again, hier ist der Marti. Wir zocken den Fußballmanager 2022. Der zweite Spieltag mit dem MSV Duisburg in der dritten Liga. Und hier sehen wir, das Topspiel des zweiten Spieltags ist WM Wiesbaden, der Tabellendritte gegen die Würzburger Kickers, den Tabellenführer. Der MSV gegen Saarbrücken, der zweite gegen den zehnten. Und Verl, der SC Verl gegen Waldhof Mannheim, der sechste gegen den achten. Diese Tabelle hier unten würde ich jetzt so interpretieren: die Spiele, wo es bisher gab, also schauen wir jetzt mal unsere Partie an, Duisburg gegen Saarbrücken, gab es 24 Mal, 13 Mal hat der MSV gewonnen, 2 Unentschieden und 9 Mal Saarbrücken. Und ich glaube, zu Hause, wenn ich das richtig verstehe, 12 Spiele, 8 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Die meisten Partien gab es Braunschweig gegen 60, natürlich früher Bundesliga, wo es auch schon lang her ist. Wir müssen Fälscher ersetzen, nicht Falscher, Fälscher ersetzen. Der Rechtsverteidiger fällt aus. Was hat er denn? Ich weiß es nicht mehr, im Training. Leistenzerrung, okay. Eine Leistenzerrung hat er also. Wer wird diesen Posten übernehmen? Ja, da bietet sich natürlich Ayanchi an. Marvin Ayanchi. Zeigen wir mal für den Rechtsverteidiger das Ganze an. Also Flanken. Grätsche ist er ganz gut. Aggressivität ist er ganz gut. Ja, ist gelernter Rechtsverteidiger. Er wird dann spielen. Und auf die Bank wird dann rücken. Wir haben natürlich immer noch drei Innenverteidiger draußen sitzen: Fleckstein, Gembalis und Oliver Steurer. Steurer 26 Jahre, Fels in der Brandung. Könnte noch Linksverteidiger spielen. Was kann Fleckstein spielen? Er kann nur Innenverteidiger spielen. Und Gembalis kann auch nur Innenverteidiger. Naja, gut, dann entscheide ich mich jetzt doch mal für den Steurer, der dann für Fälscher auf der Bank sitzt. Ansonsten lassen wir die Aufstellung so stehen. Eine Nachricht haben wir noch: mehrere Verletzungen. Dominik Schmidt, Knieprobleme noch 3 Wochen. Ekene 3 Wochen und Duala, Meniskusriss 6 Wochen. Mannschaft der Woche, zwei drinnen, Bakalorz und Orhan Adeyemi. Gündogan hat an seinem schwachen Fuß gearbeitet. Das Scouting. Scoutliste. Ja, also was haben wir denn da? Saarbrücken. Markus Köhl. Der Stürmer hat aber als erstes Spiel gar nicht absolviert. Luca Kerber hat das erste Spiel gemacht. Defensive Mittelfeld. Bulic hat er das Spiel auch nicht gemacht. Das ist natürlich schon gut gemacht von unserem Scout, dass er hier quasi drei Spieler beobachtet, die nicht in der Aufstellung stehen. Okay. Dann Fälscher verletzt, Leistenzerrung.
Scout-Datenbank aktualisiert, Jugendspieler. Keine Lust mehr auf Fußball. Backerlords als Innenverteidiger, okay. Training. Was haben wir hier? Uwe Weidemann hat keine Aufgabe, der ist natürlich blöd. Machen wir mal allgemeines Scouting Deutschland und sieht alle. Pff, ja. Weiter geht's. So, jetzt der Spieltag. Was schauen wir an? Schauen wir uns diesen 3D-Spiel an. Ja, schauen wir uns im 3D-Spiel an. Jetzt habe wieder die Einstellung nicht richtig gemacht. Jetzt habe wieder die Lautstärke wollte ich leiser machen. Kackbratzenmäßig. Egal. Also. Rein ins Spiel. Mannschaftsstärken. Wir sind mit 5 Sternen besser wie Saarbrücken mit 4 Sternen und unsere Form ist auch besser. Wir können das gewinnen. Zweite gegen den 10. Das 3D-Match wird geladen. Ich weiß, ob ich jetzt die Möglichkeit habe, Auswechslungen zu machen. Oder ob das immer noch zu groß eingestellt ist. Ja, Saarbrücken. Was fällt mir dazu ein? Ja. Atmosphäre heute in diesem Stadion. Beide Mannschaften haben sich bisher so ein bisschen eingetastet in diese Saison. Von daher gesehen könnte das heute für beide ein richtungsweisendes Spiel sein. Auf jeden Fall, Tom, das Stadion erstaunlich gut gefüllt. Die Fans halten ihrer Mannschaft die Treue und hoffen für die Zuschauer, dass die Mannschaft das auch belohnt, indem sie besonders gut spielt, also dass sie eine richtig packen auseinander. Der Ball war im Tor aus, ganz klar, und das muss jetzt Abschluss geben. So, jetzt wird's gefährlich. Oh, klasse, mit den Fingerspitzen ist er da noch irgendwie an den Ball gekommen. Ja, das sah doch eigentlich nach einem sicheren Tor aus, aber der Keeper hat ausgezeichnet pariert. Und der Ball ist schnell aus der Gefahrenzone wieder raus. Nutze die Chance. Und jetzt glaubst du, du könntest hier eine Stecknadel zu Boden fallen hören. Die Gäste gehen in Führung. Hm. Boah, was war denn das für ein Ding? Unglaublich. Ja, das sah schon klasse aus. So schnell macht ihm das keiner nach. Seht es falsch? Spiel, das beherrscht er wie aus dem Lehrbuch. Ja, gut gespielt und da wusste er sofort, wohin der Ball muss. Also der Ball scheint ihm förmlich an. Jetzt die Augen nur noch auf den Ball gerichtet. Und Achtung, aufgepasst, Pfosten, der Ball ist noch heiß. Kommt ganz sicher an, der Ball, und das bei der Entfernung. Schneider.
Ein wunderbarer Pass. Und wie er an den Ball noch angekommen ist, das ist ja fast, das ist ja unfassbar. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Und dafür müsste er jetzt gelb sehen. Und das passiert auch so. Ja, Foul, gelbe Karte, richtige Entscheidung. Folgt mal, wohin war das jetzt nicht? Und das war ganz eng jetzt. Linie hat er ohnehin seine Stärken und den hat er super rausgeholt. Da müssen wir den Stürmer kritisieren und den Torhüter loben. Also wie er den noch hält, Weltklasse. So hat er den Ball mit der Brust angenommen und ihn gleichzeitig gut abgeschirmt. Er behält den klasse Reflex des Torhüters. Oh, das war ein guter langer Ball und jetzt könnte es gefährlich werden. So, in der eigenen Hälfte ist er wieder in Ballbesitz. Die Doppelkram. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. So, das ist jetzt der letzte Abwehrspieler, den er noch vor sich hat. Der Ball ist im Tor aus und damit Abstoß. Klug gespielt. Solche Aktionen sind gut für das Selbstvertrauen. Und damit ist der Ball erstmal weit weg von seinem Tor. Klasse Ball und das über diese Entfernung. Bianchi, unser Rechtsverteidiger. Ein guter Ball über eine weite Entfernung. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat, den Ball noch abfälscht. Den Ball weit nach vorne gepasst. Jetzt doppelt. Ja, normalerweise liebt er es ja mit der Flanke ein bisschen länger zu warten. Und er schlägt die Flanke sehr präzise in den 16er. Riesenchance und Mata bringt den Ball nicht rein. Wieder doppelt. Und mit solch einem Ball kann man eine Abflanke in den Strafraum und überhaupt kein Problem für den Torhüter. Gut gemacht vom Keeper. Ganz sauber den Zweikampf geführt und dem Gegner den Ball abgelutscht. Bianchi kommt dann noch ran, jawohl. Und er findet den freien Mann. Ja, schön, wie er den Ball weiterleitet. Jetzt. Zieh ab, Junge. Hat nur noch den Torwart vor Augen. Schmutzig. Ein wunderschöner Pass. Ja, jetzt Drangphase vom MSV. Mata wieder Ayanchi. Der Ball kommt. Aber Ernst ist da. Ja, Zuschauer haben bislang erst einen Treffer gesehen. Spielstand also logischerweise 1:0 und damit geht es jetzt in die Halbzeitpause. Ja, das ist doch ein tolles Fußballspiel, ein offener Schlagabtausch beider Mannschaften. Irgendwann müssen die Tore ja mal fallen, vielleicht im zweiten Durchgang. Also die Auswechslungen lasse ich jetzt mal den Co-Trainer machen, weil ich da glaube ich immer noch nicht drauf zugreifen, da ist dann was ändern. Ich habe den richtigen Knopf noch nicht gefunden. So, Noten. Ich entscheide mich. Folgt mir 4-5. Stirling 4-5. Über Bus 4-0. Ademi 4-5. Was hätten wir denn da auszusetzen?
Ball und frei spielen. Spiel mal, das ist schon mal gut. Ball und frei für Stieling. So, es geht weiter mit der Partie, hinein in den zweiten Durchgang. Und die zweite Halbzeit läuft. Nicht schlecht. Wunderbarer Pass. So, jetzt stellt sich die Frage, was stellt er mit der Möglichkeit an? Er hat im Prinzip alle Optionen. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz. Zeig ich da eine Karte oder nicht? Ja, und da musst du als erfahrener Spieler auch wissen, bis hierhin und nicht weiter. So heißt es. Ja, super. So, dann müssen wir einen Innenverteidiger bringen. Seine zweite heute. Nummer 14, mit der Innenverteidigung. Ja, und da sind die Anhänger schon ein bisschen sauer, wenn sie einen solch schlechten Schuss sehen. Ja, da ist das Reaktionsvermögen des Abwehrspielers gefordert und der klärt den Ball. Ja, das war die einzige Möglichkeit für ihn jetzt. Ja, jetzt hat er den Platz. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Aber und irgendwie konnte er den auch abwehren. Also wenn die Mannschaft hier trotz des Platzverweises gewinnen sollte, kann sie sich bei ihrem Torhüter bedanken. Ah, sieht gut aus. Langer Abwurf und präzise. Doppelkampf. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Und jetzt kommt die Flanke in die Mitte. Jetzt ist ja, das ist der Ausgleich. Da sah die Abwehr nicht so gut aus. Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet, auf so ein schönes Tor. Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen, aber irgendwann trifft er dann doch, so wie in dieser Situation. Oh, das sieht gut aus, klasse Kombination. Und jetzt spielen sie die Abwehr schwindlig. Ah, das war mutig, wie sich der Abwehrspieler da in diesen Schuss wirft. Ja, guter Abwurf vom Keeper. Das können auf diese Entfernung gesehen nicht allzu viele. Großartiges Zuspiel. Er versucht sich in eine Position für eine Flanke zu bringen. Ja gut, da haben sie Glück gehabt hinten in der Abwehr. Ja, und jetzt heißt es weiter Druck machen und dann auch noch die Chancen zu verwerten. Und er bringt den Ball zurück ins Spiel. Das war ein Foul und deswegen gibt es Freistoß. Die Spieler machen sich warm am Rande des Spielfelds und der Trainer hat sich wohl jetzt entschieden, mindestens mal eine Auswechslung vorzunehmen. Und schauen Sie mal, was der für ein Auge hat. Oh, super. Im Strafraum, da sind schon die Stürmer. Jetzt muss er einfach flanken. Erstklassiges Zuspiel. Herrliche Flanke. Nee, also da gibt es morgen mit Sicherheit im Training eine Zusatzschicht. Dieser Schuss war aber sowas von schwach. Ja, sie drängen hier auf das Führungstor, aber der Abschluss, da sind sie einfach nicht konsequent genug. Ja, wie ich sehe, machen sich da eine Reihe von Spielern neben der Seitenlinie warm. Da werden wir jetzt wohl gleich mindestens eine auswechseln. Doppel wieder. Doppelkampf.
So, langes Zuspiel, aber da steht ja überhaupt niemand. Und weg mit dem Ball, denkt sich der Torwart. Ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm, jenseits der Seitenauslinie. Und Einwurf für den MSV. Mühelos fängt der Keeper diese Flanke ab. Ja, bloß weg damit. Oh, Freistoß, sagt der Schiedsrichter. Ja, das war souverän gemacht vom Torwart und er spielt den Ball gleich nach vorne. Ja, und jetzt fragen Sie sich, wie knacken wir diese Nuss? Wie finden wir die Lücke in dieser Abwehr? Hätte man auch faul gehen können. Und es gibt ja kaum jemand, der den Ball... Ja, da hat er gut mitgespielt, der Torwart holt sich den Ball. Ja, erstmal raus hinten mit dem Ding. Ja, das war ein schöner Ball und der geht weit nach vorne. Es werden 3 Minuten nachgespielt. So, jetzt muss er den Ball nach hinten ziehen. Also mit den Flanken bringen die den Torwart nicht aus der Ruhe. Bei den hohen Bällen haben wir nicht. Und so der Torwart gut. Denkt sich bloß erstmal raus aus der Gefahrenzone. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Und die Abwehr steht wie eine Eins. Ja, der Gegner war ja noch nicht mal im Ballbesitz und dann geht er da so in den Zweikampf. Mein lieber Mann. Da kann sich der Spieler beim Schiedsrichter bedanken, dass er für diese Aktion keine Karte sieht. Schön geklärt. So, beide Mannschaften waren heute gleich stark und dann haben wir ein fast logisches Resultat, ein Unentschieden. Naja, vom Spielverlauf her mit 10 Mann, glaube ich, ist es okay für uns. Ein bisschen mehr, hatte ich mir schon erwartet. Und Sebastian Hellmann hat ja gut analysiert und kommentiert. Und wir bedanken uns beide. Wir, das ist auch noch Tom Bayer, für Ihre Aufmerksamkeit daheim. So, also. Dann das 1:1. Schauen wir mal, wenn die Noten hier reinkauft, 2,5, Brettschneider 3,5, Quadro 3,5, Volkmar 4,5, gut gelb-rot gesehen. Ayanchi 3,0 hat seine Sache solide gemacht, Bacalords 4, Stirling 4,5, Buhadus 4, Stoppelkamp 1,5, Mata 2,5 und auch Ademi mit 4,5 und jetzt so viel zu sehen gewesen. Eingewechselt Welkow 3,5,
Steurer 3-0 und Frei 3-5. Statistiken. Die anderen Ergebnisse. Wien Wiesbaden, Würzburger Kickers 2-0. Magdeburg Freiburg 1-1. Verl gegen Mannheim 2-2. Braunschweig gegen 1860 1-1. Der MSV, wie gesehen, gegen Saarbrücken 1-1. Kaiserslautern gegen Viktoria Köln 0-1 von 19.000 Zuschauern. Beeindruckende Kulisse. Osnabrück gegen Hallescher FC 2-2. TSV Havelsee gegen Türkgücü München 1-1. Viktoria Berlin gegen Meppen 0-1 und Borussia Dortmund schlägt Zwickau mit 1-0. Volkmar ist der erste Spieler der Saison, der eine Gelb-Rot-Sperre absetzen darf. Gelb-Rot ja, aber ist doch von Türkgücü ist auch schon einer vom Platz geflogen, oder? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Also, tabellenmäßig damit jetzt Wien Wiesbaden mit 6 Punkten vorne. Vor dem MSV mit 4. Osnabrück Absteiger ja mit 4. Verl mit 4. Braunschweig ebenfalls Absteiger mit 4. Waldhof Mannheim mit 4. Würzburg auch Absteiger mit 3. Dortmund ein Aufsteiger mit 3. Zwickau 3. Viktoria Köln 3. Meppen 11. Kaiserslautern 12. Saarbrücken 13 mit 2 Punkten. SC Freiburg Aufsteiger mit 2, TSV 1860 München 1 Punkt, Hallescher FC 1 Punkt, Magdeburg 1, Türkgücü München 1, Havelsee 1 und Viktoria Berlin 0. Ergebnisse haben wir hier, Stimmen, schauen wir mal, was hier zu sehen ist. Zitat des Tages, was der Dennis Kempe heute mit seinen 800 Jahren geleistet hat, war schon phänomenal. Rüdiger Rehm, Trainer von Wien Wiesbaden. MSV Duisburg Saarbrücken. Armin O. aus Duisburg, Fan MSV Duisburg. Ich bemühe mich bei jeder leichten Berührung, bei jedem Zusammenstoß, bei jedem Foul im Gegner zuerst den Menschen zu sehen. Okay. Und Saarbrücken. Die Chancen zum Sieg waren heute da, aber wir hatten ein bisschen Pech im Abschluss. Hätten da vielleicht ein bisschen cooler sein müssen. Lesen wir mal, was Türkgücü schreibt. Gegen wir mal letztes Mal ja gespielt. Türkgücü, Trainer Petri Ruhmann. Wir sind enttäuscht. Der TSV Havelsee hat sehr diszipliniert gespielt. Wir haben 90 Minuten hart gearbeitet, aber wir haben es nicht geschafft, den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. So einfach ist meine Erklärung. Es war Pech. Okay. Spieltagsstatistik. Der 11. des Tages ist ein Spieler von, ja, Stoppelkampf von uns. Das erste Mal. Stoppi Stoppelkamp. Ansonsten Segert von Mannheim, zweite Mal in der Innenverteidigung. Alle anderen das erste Mal. 46 Tore. 11-Meter-Tore 1. 11-Meter-Tore Saison 2. Tore Gesamtspieltag. Also Tore Gesamtsaison 46. Spieltag 21. 21 gelbe Karten auch heute. 2 gelb-rote, 1 rote. Höchste Zuschauerzahl in Kaiserslautern. Torschützen Hollerbach, erster Saisontreffer, Petkov, erster Saisontreffer und Zizic, erster Saisontreffer. Nominierungen sehen wir hier, Segert eben das zweite Mal von Mannheim. Wir haben Ademi jetzt einmal, Stoppelkamp einmal und Bakkalorz einmal. Teamleistungen, Durchschnittsnoten 2, ein Tor, Durchschnittsnote 3-10, naja, so schlecht war das jetzt gar nicht. Beste Spieler, Torschützen, gut, 2 Tore, Ademi, Leis, Tafazova und Opoku. Notenbeste, Marcel Segert, Innenverteidiger, 2 Spiele, 1-0, schon stark. Doppelkamp hier mit 2,0 in 2 Spielen auf Rang 12 und Leo Weinkauf mit 2,25 auf Rang 14. Fair Play, da sind wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen nach unten gerutscht, befürchte ich fast. Denn ja, wir haben keine gelbe, eine gelb-rote, das macht 3 Punkte. Volkmar hat jetzt dann 3 Punkte durch diese gelb-rote Karte bekommen. Domkor von Mannheim, der hat eine rote schon gegeben. Moritz Kuhn, genau, von Türkgücü. Aber dann war vielleicht, das hat sich auf die gelb-rote Karte bezogen, das kann natürlich sein.
Verletzungen, einige. Und die Sperren Moritz Kuhn dauern noch eine, Donkor, Anton Donkor vom Altenhof Mannheim noch drei, Volkmar und Köhler jeweils eine. Das Duell, Stoppelkampf gegen Jennecke, deutlich gewonnen. Und hier Zusammenfassung, naja gut, okay. Also. In der Bundesliga und nichts passiert. Die dritte Liga fängt ja immer etwas vorher an. In 8 Tagen müssen wir nach München reisen zum TSV 1860 und das wird dann unsere nächste Folge sein. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Passt auf euch auf, bleibt eurer Linie treu. Servus und bye bye.